Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Snapchat Q&A gemacht habe. Es ist schon eine Weile her. Letztes Jahr oder Anfang des Jahres. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es hat sich einiges verändert und an der Stelle wollte ich einfach mal so ein kleines Update mit euch machen, sodass neue Leute mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen und wir einfach so ein bisschen Spaß zusammen haben. Ich habe euch auf Snapchat und auf Instagram gefragt, ob ihr mir eventuell Videos schicken könnt, wo ihr mich Fragen fragt. Und das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Das sind irgendwie über 100. I don't really know. Also, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal zusammen, was für Fragen dabei sind. Bei einer Caro. Wie sehr liebe ich Justin Bieber von einer Skala von 1 bis 10? Ich muss euch leider enttäuschen. Ich bin nicht so der Belieber-Fan. I'm sorry. Ich mag seine Musik sehr. Der ist auch pretty. Der war sehr hübsch, finde ich, in der Justin Bieber-Boyfriend-Phase. Also in der Boyfriend-Phase war der schon echt... Der war schon cute. So eine 7? Ja, eine 7 ist okay. Hey Caro, meine Frage an dich ist, machst du irgendwas Besonderes mit deinen Haaren, dass sie so lang sind? Und hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Also ich mache nichts wirklich mit meinen Haaren. Also ich habe sie ja jetzt gefärbt. Und jeder, der das nicht gesehen hat, ich verlinke euch das Video unten in der Infobox. Oder ihr scrollt einfach ein bisschen runter. Das ist das dritte Video oder zweite Video. Das neueste, so, wisst ihr, was ich meine? Ich kriege die Frage oft, was ich mache, um so lange Haare zu bekommen, weil meine Haare schon ziemlich long sind. Aber ich habe nie irgendeine bestimmte Kur benutzt oder irgendein Öl oder irgendwie irgendwas, damit die länger werden. Sondern ich glaube, es liegt einfach in meinem Gen, dass ich schnell einen Haarwuchs am Kopf habe. Am restlichen Körper habe ich so gut wie keine Haare. Was gut sein soll, habe ich gehört, ist Kokosöl für Haarwachstum. Aber da könnt ihr auch nochmal selber googeln. Ein Fan-Treffen. Die Frage bekomme ich auch echt oft in Livestreams. Aber ist schwierig, weil ich habe noch nicht so eine krasse Reichweite. Ich bin jetzt knapp vor den 50.000, was echt, echt extrem ist. Was ich mir eher vorstellen kann bei 100.000, dass es sich dann lohnt, in eine Stadt zu gehen, wo dann auch wirklich viele Leute da sind. Und also jetzt von mir richtig viel rede ich jetzt nicht über 1.000 Menschen oder so, aber schon. Weil ich glaube, meine Zuschauer sind alle irgendwie ganz versetzt in Deutschland. Manche sogar in Österreich und in der Schweiz. Aber ja, wisst ihr, was ich meine? Ich will das halt, dass es sich so ein bisschen lohnt und ich habe auch gar keine Ahnung, wie ich das planen soll oder so. Aber an sich hätte ich schon Lust, sowas zu machen. Das stelle ich mir ziemlich witzig vor. Okay, Girl, erstmal, du hast einen richtig Hammerbody und ich muss doch was zu deinem Beziehungsstatus fragen. Und zwar, mit was für Essen bist du verheiratet? Es ist auf jeden Fall Sushi. Oh, ich liebe Sushi. Und Avocados. Bin voll gespannt, was dein Fave Meal ist. Oh, you're so cute. Dankeschön erstmal für dein Kompliment. Mein Beziehungsstatus. Essen. Also, Sushi würde auch schon ganz, ganz oben sein. Aber was ich auch absolut liebe, ist asiatisch im Moment. Asiatisches Fastfood. Reis mit Hühnchen und so einer Kokos-Erdnusssoße. To die for. Aber an der Stelle, und ich habe auch extra in den Snaps gesagt, stellt nicht nur Fragen wegen meinem Beziehungsstatus. Und ich weiß, es ist sehr viel interessiert. Deswegen möchte ich es jetzt auch einfach mal aussprechen. Und ich gehe dann auf die anderen Fragen jetzt nicht ein, wenn jemand nochmal fragt, was eigentlich mit mir und Luis ist. Ich sage es jetzt einfach komplett raus. Wir haben uns getrennt. Ich bin Single. Und ja, mehr Details oder so kommen dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Aber jetzt fürs Erste hoffe ich, dass es einige Fragen, einige Leute jetzt mit dieser Antwort befriedigt, weil jeden Tag bekomme ich Fragen und mich nervt es wirklich ziemlich sehr. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, es ist, wie es ist. Und ich halte euch up to date und erkläre euch wahrscheinlich in einem anderen Video, wieso es dazu kam und was da so los war. Aber fürs Erste
hoffe ich, reicht die Antwort. Wir sind einfach getrennt und haben jetzt zwei verschiedene Leben und das ist auch gut so. Hi, ich wollte fragen, ob du weißt, was du nächstes Jahr schon nach dem Abi machen willst, einen Studiengang oder ein Auslandsjahr oder sowas. Würde mich freuen, wenn du antwortest. Ja, also ich mache jetzt nächstes Jahr mein Abitur und ich muss mir langsam auch schon Gedanken machen, was ich so später machen will. Die Frage gibt es ungefähr in jedem Snapchat Q&A, die ich mache, oder allgemein Q&A, was mache ich nach dem Abi, und ich weiß es leider immer noch nicht. Ich werde jede Woche von meinen Eltern gefragt, weißt du jetzt eigentlich, was du machen willst? Und ich war so, nein, seit letzter Woche hat sich nichts geändert. Hi, ich wollte dich fragen, was so deine Lieblingsmusikrichtung ist und welche Musiker, welche Bands du so am meisten feierst. Die Frage ist echt cool. Und ich habe sogar gehofft, dass jemand diese Frage stellt. Also, ich höre von Black zu Charts eigentlich alles davon so. Aber ich höre auch so Remixe, so ein bisschen Elektro, aber nicht so ganz dünnstens. Wild Thoughts von Rihanna zum Beispiel. Auch von Calvin Harris, Future, Rollin. Unforgettable, French Montana. Kennt ihr bestimmt alle. Kennt ihr Alex Iono? Ich finde den so cute. Oh mein Gott, der hat dieses Lied Hot to Touch oder auch Question, das feiere ich auch gerade. Nicht so viele, aber das finde ich auch gut. Von Blackbeard, Doremi. Ja, also das war so ein bisschen was, was ich im Moment so höre. Folgt mir gerne auf Spotify, da heiße ich Toni Mulert, M-U-L-E-R-T, und dann die Caro Kuss Smiley Playlist, weil Toni mir netterweise ihr Spotify gibt. Hey Caro, seit wann gehst du eigentlich ins Fitnessstudio? Ich gehe ins Fitnessstudio, seitdem ich 14 bin. Also meine Frage lautet, wie es bei dir am Anfang war mit dem Wimpernkleben, ob du da Probleme hattest? Hab schon 4 Paare kaputt gemacht. Stand dann auch im Snap. Ja, also es hat lange gedauert. Ich habe mal angefangen und dann habe ich aufgegeben, weil ich es nicht hinbekommen habe. Bis ich mir dann wirklich gesagt habe, okay, ich will die jetzt ausprobieren. Ich will die jetzt auf meine Augen machen können. Ich will, dass es geil aussieht. Und dann habe ich halt mir bei MAC welche geholt. Ich habe mich da beraten lassen. Ich habe da auch direkt die kürzen lassen. Weil das ist ein Fehler, den richtig viele machen. Die kürzen einfach nicht die Wimpern. Und manche Wimpern sind halt einfach viel zu groß für dein Auge. Und da würde ich euch echt empfehlen, mal zu MAC zu gehen oder zu einem anderen Laden, wo die halt wirklich auch auf euch achten und euch auch beraten, und dass die dann auch auf euer Auge angeschnitten werden, und so könnt ihr dann erstmal lernen, wie man die aufklebt. Ich würde ein dünnes Bändchen vorher benutzen. Die haben auch, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, Adele, haben gute und günstige Wimpern. Auch Kiss sind gute und günstige Wimpern, und ja, Übung macht den Meister. Bin ich schon mal fremdgegangen? Nein, bin ich nicht. Ich bin ein loyaler Mensch. Hi Caro, meine Frage an dich ist, ob du vorhast, ins Ausland zu ziehen und was so deine Pläne für die Zukunft sind. Liebe Grüße. Also, meine Meinung hingegen dem Ausland haben sich positiv verändert. Vor Monaten
wollte ich nicht ins Ausland, aber mittlerweile denke ich so, why not? Ich habe nichts mehr zu verlieren. Mich hält hier eigentlich nichts, aber in einem Jahr kann sich halt noch ziemlich viel ändern. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen, aber für eine Weile würde ich schon gerne gehen, wenn sich eine gute Opportunity öffnet. Sonst würde ich gerne hier in meinem Bett bleiben. Okay, mein 10.000. Versuch. Ich wollte sagen, dass ich dich mega toll finde. Ich liebe deine Videos und alles. Dein Style einfach nur, ja, einfach mega. Ich feiere einfach, was du machst und hoffe auch, dass du weitermachst. Und meine Frage an dich wäre, also meine Frage, ob du vielleicht mal einen Vlog-Kanal machen könntest, weil viele lieben ja deine Vlogs, unter anderem auch ich. Okay, das war jetzt auf jeden Fall meine Frage. Ich hoffe, du siehst das hier. Wenn, dann, Stream, by the way, hast du mal erwähnt, dass du meinen Namen nicht aussprechen kannst? Man spricht mich Elida und könntest du mich grüßen? Elida. Okay, sorry für diese 1000 Videos, aber weil ich cute bin, kannst du meine Freundin auch grüßen. Sie mag auch deine Videos mega und sehr ist mein Beispiel. Okay, also Elida, ich grüße dich sehr, 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 sehr und kommentierst immer meine Bilder. Das ist so cute, aber den Namen deiner Freundin kann ich nicht aussprechen. Ich bin so schlecht da drin. Ja, wie einige das mitbekommen haben wollten, mein Ex-Freund, das hört sich so komisch an, mein Ex-Freund und ich einen Vlog-Kanal machen, da das jetzt ja nicht mehr so der Fall ist, wird das mit dem Vlog-Kanal nichts. Aber ob ich einen selbst mache, ich weiß nicht. Ich lade die lieber gerne auf dem Kanal hoch, weil dann kommen mehr Videos und ich weiß nicht. Also mittlerweile, also, ich hätte das damals gemacht, wirklich, aber jetzt ist es halt nicht mehr so und jetzt habe ich auch ehrlich gesagt nicht so Lust, das zu machen. Versteht, was ich meine? Ja. So, liebe Caro, was ich gerne von dir wissen würde, ist, du gehst feiern. Welchen Drink bestellst du? Oder du dürftest jetzt in den Urlaub fliegen. Wo wäre dein erstes Zielort? Das ist eine cute Frage. Also das mit dem Reiseziel. Also, mein Drink, den ich bestellen würde. Also entweder Hugo oder Wodka E. Und mein Urlaubsort auf irgendeine Insel. Sowas wie Bora Bora. Ich weiß, es ist so eine Heiratsinsel, but I'm going to rock the Insel also when I'm single. As a Pringle. Meine Frage an dich ist, wie es dir einfach momentan so geht. Das ist ja süß. Mir geht's erstaunlich gut. Also wirklich gut. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht. Mir geht's einfach gut. Also, ich wollte fragen, wann du deine erste Beziehung hattest. Und nächstes Video. Und weil ich nächstes Jahr Schule wechsle, wollte ich dich fragen, welche Tipps du hast für den ersten Schultag oder Leute kennenzulernen. Wann hatte ich meine erste Beziehung? Also meine erste Beziehung war irgendwann mal in der 5. Klasse oder so, aber meine erste richtige Beziehung war die mit meinem Ex-Freund. Und Tipps für den ersten Schultag: sei wie du bist, sei höflich, sei freundlich. Und hab einfach Spaß, sei offen, versuch nicht ganz so schüchtern zu sein, weil sonst denken alle, okay, du bist nur so schüchtern. Die Sonne ist gerade weggegangen. Okay, wow. Offen und freudig auch drauf, neue Leute kennenzulernen. Das wird ganz, 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 ganz cool. Bin ich mir ganz sicher. So Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mich ein bisschen besser kennenlernen. Ich hoffe, dass einige Fragen hiermit beantwortet wurden. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Snapchat Q&As sehen wollt oder wissen wollt, was bei mir noch weiter so im Leben abgeht, dann gebe ich euch ein Live-Update in einem nächsten Video und na, schreibt irgendwas Liebes in die Kommentare und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Tschüss!